fünfter Sonntag in der Fastenzeit. Die Fastenzeit dauert jetzt nur noch 2 Wochen. Also guten Grund, jetzt nochmal richtig Gas zu geben. Heute heißt es in der ersten Lesung wieder vom Propheten Jeremia. Ja, wir sind jetzt am Umschwung 7. bis 6. Jahrhundert vor Christus. Sagt der Prophet, seht, ich werde mit meinem Volk einen neuen Bund schließen. Nicht den Bund, wie ich ihn mit euren Vätern geschlossen habe, als ich sie aus der Hand genommen habe und aus Ägypten herausgeführt habe. Diesen Bund haben sie gebrochen. Nein, ich werde mein Gesetz in ihr Herz legen und bewirken, dass sie auf meine Gebote befolgen. Was passiert hier? Die Israeliten sind äußerlich aus Ägypten befreit worden und haben dann ein Gesetz bekommen, was sie äußerlich halten sollten. Ja? Und die Israeliten, genauso wie wir, machen die Erfahrung, ich erkenne das Gute, ich will das Gute tun, aber ich tue nicht das Gute, was ich doch als gut erkenne. Paulus sagt das sehr schön im Römerbrief. Ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will. Ja? Damit erfahre ich, dass in mir irgendwie etwas ist, was mich zum Bösen hinreißt. Und indem jetzt der Herr schon im 7. Jahrhundert vor Christus verheißt, im neuen Bund, ja, kriegt ihr nicht mehr Gesetzestafeln aus Stein, sondern dann werde ich mein Gesetz in euer Herz hineinschreiben, in Herzen aus Fleisch. Das ist ein Bild für das, was geschieht durch die Erlösung in der Taufe und vor allen Dingen durch das Geschenk des Heiligen Geistes. Durch sein Sterben und Auferstehen hat Jesus unsere Herzen wirklich neu geschaffen und gibt uns nicht mehr ein Gesetz von außen, sondern die Kraft des Gesetzes, dass der Heilige Geist selber ist. Ja? Bei Paulus heißt es auch, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Durch das Geschenk des Heiligen Geistes wird das neue Gebot, das kein anderes als das alte ist, das Gebot der Liebe, in unser Herz gelegt und befähigt uns, das Wort Gottes zu halten. Und dann heißt es weiter, und dann wird niemand mehr den anderen belehren müssen, seht, erkenne den Herrn, sondern alle Groß und Klein werden den Herrn erkennen. Wie? Weil der Heilige Geist, der Geist Gottes selbst in unseren Herzen lebt. Und dann ist der letzte Satz. Denn ich vergebe ihnen ihre Sünden und an ihre Schuld denke ich nicht mehr. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Wort. Das ist nämlich der zentrale Punkt des neuen Bundes. Seitdem Jesus alle unsere Schuld mit sich am Kreuz in den Tod gerissen hat, existiert sie für Gott nicht mehr, wenn wir sie dem Herrn übergeben. Und so hören wir dann im Evangelium, wie die Griechen kommen und sagen, wir wollen Jesus sehen. Und man würde denken, dass Jesus sagt, ja wunderbar, kommt und seht mich. Und er sagt, nein, jetzt ist erstmal Schluss mit Jesus sehen von außen, denn jetzt muss ich erstmal erhöht werden, verherrlicht. Damit spricht er vom Kreuz und sagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ja allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Ein Bild für sein Sterben. Jetzt nehme ich ein ganz anderes Bild. Stellt euch vor, die Menschheit ist wie ein Spiegel. Gott hat uns als Abbild Gottes geschaffen. Die ganze Menschheit wie ein Spiegel der Dreifaltigkeit. Und durch die Sünde, durch die Entfernung von Gott, ist dieser Spiegel in 1000 Stücke zersplittert. Und Jesus sagt, wenn ich am Kreuz erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Das heißt, indem er alles, was uns von Gott trennt, mit sich in den Tod hineinnimmt, fügt er diese Abermilliarden von Splitterstücke wieder in ein wunderschönes Ganzes zurück. Und alle, die in Christus erlöst sind und sich in seine Erlösung mit hineinnehmen lassen, werden wieder Teil dieses wunderschönen Spiegels, der Abbild Gottes wird. Und eben, wenn ich am Kreuz erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Ich werde die Menschheit wieder neu schaffen. Und jetzt gilt das, was der Prophet nämlich verheißen hat, an eure Sünden und Schuld denke ich nicht mehr. Ich habe sie in meinem Tod zerstört. Wenn ihr aufs Kreuz schaut, ja, dann hört Jesus in eurem Herzen zu dir sprechen, an deine Sünden und Vergehen denke ich nicht mehr. Ich habe sie in meinem Tod zerstört. Ich schenke dir das neue Leben. Bis morgen.